So, hier sind wir in der Vollversammlung. Das ist eine Installation. Eigentlich ist die Küche, die ja, Teil des Museums Luz ist, aber diese Installation Vollversammlung handelt sich dabei um 2615 Kasper-Puppenköpfe, also Puppenköpfe aus dem Kasper-Theater. Und dazu kommen dann noch 17 Kasper-Theater an sich. Das werden Sie sowieso sehen, wenn Sie weiter reinkommen. Und viele Köpfe mit Holz, aus Holz, Figuren. Und jetzt interessiert Sie bestimmt, was das mit den Stimmen auf sich hat. Jo, deswegen rede ich ein bisschen lauter, weil im Grunde der Raum ist gebaut, die Installation gebaut wie ein antikes Theater. Das heißt, hier, wo ich stehe, stehen die Besucher und schauen sich die Köpfe an, wissen aber eigentlich nicht, dass sie eigentlich jetzt die Schauspieler sind und die Köpfe, ehemalige Schauspieler, pensionierte Schauspieler, schauen von allen Seiten zu, was derjenige, der hier als Zuschauer ist, zuschaut, was der jetzt mal so macht und sagt. Von daher eigentlich so eine Form von Paradoxon, weil ja ich ja nicht wirklich ein Schauspieler bin. Was man sagen kann dazu, viele, viele Leute waren hier, Begeisterung pur. Die Erinnerungen, es sind im Grunde diese ganzen Köpfe wie Schlüssel. Das heißt, die Leute, die älteren Leute reagieren darauf und erinnern sich an ihre Kindheit und an ihre Spiele mit dem Kasper-Theater an Weihnachten oder so mit ihren Eltern. Heutzutage ist es mittlerweile so, dass solche Figuren hier in Deutschland gar nicht mehr hergestellt werden, weil jetzt gibt es den Computer und das Smartphone und die Kinder sind total da drauf, aber das mit dem Spielen und der eigenen Fantasie geht so ein bisschen verloren. Ich bin halt mit vielen Leuten befreundet und hier war ein Installateur, der irgendwie im Bad-WC-Raum was zu reparieren hatte und stand hier wieder mal in der Küche, war total beeindruckt, begeistert und hat mich gefragt, ob er seinen Sohn, weil er wohnt in der Nähe, einen 15-jährigen Bub, ob er mit dem mal hierher kommen könnte, weil er wolle dem das zeigen. Okay, dann ist er weg und wiedergekommen mit seinem Sohn und beide standen hier in diesem Raum und haben diese Figuren angeschaut oder diese Köpfe angeschaut und habe dann mir überlegt, ich muss mal irgendwas sagen. Okay, gut, dann habe ich den Bub angesprochen und habe ihn gefragt, und weißt du denn, was das ist und was da geht? Und der Junge hat geantwortet, nö, keine Ahnung. Das heißt, der Vater konnte mit den Figuren auch spielen, aber hat sein Wissen an sein Kind nicht weitergegeben. Ah ja, das ist die Geschichte, Lauf der Dinge, ne? Es geht alles verloren irgendwie. Was man noch zu den Köpfen sagen kann, die meisten davon kommen hier aus, oder die kommen eigentlich einfach mit der Geschichte zu tun, aus Europa. So 16. Jahrhundert waren diese Figuren wirklich aktiv in großen Kasper-Theatern, standen auf den Jahrmärkten und haben den Leuten, die damals noch nicht lesen und schreiben konnten, von denen es eigentlich alle gab oder alle waren, beigebracht, Informationen gebracht, beziehungsweise wie man sich zu verhalten hat. Das hat mit Moral und sowas zu tun. Auch die, das weiß ich, die Brüder Grimm, die ja jetzt hier in Kassel eine große Rolle spielen, irgendwie waren befreundet mit Kasper-Theater-Schauspielern, die halt auf den Jahrmärkten waren, haben sich mit denen ausgetauscht, haben Märchen geschrieben für die Kasper-Theater, die dann wiederum ja, später gespielt wurden von den Eltern, Kindern, wer auch immer sich damit auseinandergesetzt hat. Viele, viele von den Figuren kommen aus Buenos Aires, aber natürlich nicht wirklich Buenos Aires, sondern eine andere Jahreszahl, 1860, gab es hier in Deutschland eine große Hungersnot und viele von den Deutschen sind halt nach Südamerika, Nordamerika ausgewandert, weil es hier nichts mehr zu fressen gab. Ganz einfach. Auf jeden Fall haben die dann ihren gesamten Hausrat mitgenommen. Und in Buenos Aires findet man heute Köpfe, die im Grunde aus Europa mitgebracht wurden. Ich habe sie gefunden, erworben und wieder zurückgeholt nach Europa. Und dann natürlich immer wieder werde ich gefragt, ob ich die Küche noch benutze. Und dann weise ich darauf hin, dass ich hier in der Küche schon seit 2, 3 Jahren gar keinen Herd mehr habe. Und Küche hat ja eigentlich mit Kochen zu tun. Was ich hier noch mache, ist mein Kaffee kochen. Aber sonst den Herd habe ich rausgeschmissen,
weil einfach zu wenig Platz war für die Figuren. Was ich Interessantes zeigen kann zu diesem Thema ist dieses hier, weil das ist eine, Marotte. Ne? Und zwar das Wort, also da kommt es eigentlich her, so wie der König ein Zepter hat, hat der Knarr, der in seiner Gegenwart, in seinem Schatten aufgetreten ist, immer ein Narrenzepter. Und das hatte den Namen, kommt aus dem Französischen, Marotte. Okay, also eigentlich was total Besonderes. Das Teil ist so 100 Jahre alt. Okay, kommt aus, habe ich hier in Deutschland irgendwo auf dem Flohmarkt entdeckt. Und jetzt noch einen besonderen Freund von mir präsentieren. Das ist jetzt mal der Kasper. Der Kasper, der jetzt mal, das war ein Kopf wohl für eine Kasper-Puppenfigur gemacht und dann irgendwann der Körper entfernt und einen neuen Körper angesetzt. Also jetzt ist eine Puppe mit Glöckchen und gibt Geräusche von sich. Und was ich noch erzählen wollte zu den Stimmen, die wir da im Hintergrund die ganze Zeit hören. Diese Schauspieler, also diese Kasper-Puppenköpfe, sind ja eigentlich Köpfe von Schauspielern. Das heißt, all die sind irgendwann mal benutzt worden und es wurde damit gespielt. Das heißt, jedes Mal, wenn man so einen Kopf, auf den Finger setzt, dann ja, fangen die an, im Grunde zu leben. Es hat natürlich was mit meiner Fantasie zu tun. Und, aber wenn ich Ja sage, kann der sich bewegen und Ja sagen oder ich kann mit ihm kommunizieren und reden. Okay, gut. Und jetzt stehen hier 2600 Köpfe und man könnte theoretisch mit jedem reden und jeder würde einem irgendwas erzählen über seine Vergangenheit. Das heißt, was Sie jetzt hier hören, sind im Grunde die Stimmen von den 2600 und paar Köpfen, die miteinander kommunizieren. Das heißt, die Stimmen sind nicht zu verstehen, aber man hört, dass hier Leute reden. Also wie gesagt, die Schauspieler, die jetzt Zuschauer sind, reden darüber. Und wenn ich jetzt hier im Raum stehe, dann könnte es sein, dass die über mich reden. Das ist die Geschichte. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß. Lassen Sie sich sozusagen auf Ihre Fantasie und Ihre Vergangenheit ein. Und dann sehen wir uns nachher gleich im nächsten Raum wieder.